Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods in meiner eigenen kleinen Fabrik. Naja, kleine Fabrik ist es noch nicht ganz, aber... guten Tag. So, ich habe nämlich hier jetzt unter der Erde praktisch, ich bin einfach den Weg gefolgt. Ihr kennt das ja, ihr habt das Ding ja schon mal gesehen. Von einem damaligen Teil, da hinten ist die Treppe, die nach oben führt. Und hier unten habe ich jetzt praktisch... sozusagen eine kleine Werkstatt eingerichtet. Ich habe nämlich hier in der Ecke habe ich Diamant gefunden, da konnte ich mir eine Diamantspitzhacke machen und habe hier jetzt angefangen, sowas wie eine Art Obsidian-Generator zu bauen, irgendwie, also Bruchstein-Generator, Obsidian, keine Ahnung. Problem ist halt nur an der Sache, ich habe jetzt nicht so viel, also ich habe hier genug Lava, so ist es nicht, aber die Lava geht ja irgendwann auch zur Neige. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Ich habe mir jetzt hier so ein Ding gebaut, sozusagen, wo ich mir immer so ein bisschen Lava rausnehme und dann mit dem Eimer sozusagen halt dann Obsidian generiere. Und dann nehme ich meine Diamantspitzhacke und baue das einfach ab. So, wenn es denn heute nochmal abgebaut wird. Obsidian ist eine ganz schwierige Geschichte. Das dauert immer urlange. Da unten ist ein Wassergenerator. Da habe ich mir 3 Eimer Wasser mitgenommen. Hier sozusagen, da kann ich ja sozusagen, sage ich immer wieder sozusagen, kann ich hier praktisch Wasser generieren. Wenn ich einen da rausnehme, läuft das halt wieder nach. Das ist halt schöner wie bei Lava. Bei Lava, die ist halt weg. So, und wenn ich jetzt das hier abbaue, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Wir können dann damit einen Verzauberungstisch bauen. Wir können damit ein Netherportal bauen. Wir können damit so viel bauen. Und das hier unten lasse ich halt wie so eine Art kleines Lager, weil hier habe ich angefangen halt ein bisschen Metall zu schmelzen. Stopp, da hier Metall zu schmelzen und habe halt sehr viele Sachen abgebaut. Und der Creeper, der will irgendwas von mir. Oh, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Aber ich muss mal ganz kurz eine Bestände prüfen halt. So, Obsidian. Jetzt gucke ich mal Obsidian. Was können wir denn alles mit Obsidian bauen? Obsidian. Wir können damit eine Endertruhe bauen. Okay, nützt mir nichts, weil ich habe noch kein Endermännlein Was ist ein Netherstern? Habe ich noch keinen getroffen. So, was haben wir hier noch? Advanced Attachment Table, was auch immer das sein soll. Table Upgrade. Okay. Brauchen wir auch wieder Ender Augen und Ender Perlen. Okay, das sind so Steinblöcke, Energieblöcke. Storage Upgrade können wir damit machen. Zaubertisch, genau den. Dafür brauche ich aber nochmal 2 Diamanten. Muss hier unten noch suchen. Was ist das? Obsidian Chisel. Das war's schon. Okay. Dann will ich mal ganz kurz gucken. Achso. Ich brauche also nochmal 2 Diamanten dafür. Das heißt, wir müssen hier unten noch mehr Diamanten suchen. Und ich wollte gucken, was dieses Trankding. Lohnroute, glaube ich, heißt das Teil. Lohnroute. Die Lohnrouten kann man nämlich auch so irgendwie herstellen. Genau, mit Rosinen und ein Feuerzeug, Wachs und ein Plastikrot. Plastikrot geht mit Biozeugs. Da brauchen wir Kartoffeln mit einem Kolben und so weiter und so fort. Also das kann man auch selber herstellen. Da braucht man nicht mehr. Oh, jetzt ist die Fledermaus leider gestorben. Naja, egal. Da braucht man nicht irgendwie ins Nether, also in dieses Netherportal rin und sich dort zu killen. Ist natürlich leichter, aber man kann es auch so herstellen aus Kartoffeln, einem Kolben und etwaigen anderen Sachen. Und ich brauche jetzt irgendwie nochmal 2 Diamanten. Komme ich hier nochmal an Diamanten ran? Es wäre schöner, wenn es vielleicht sowas gäbe wie ein Diamantenfinder. Das wäre mal cool. So ein Ding, was dir sagt, wo du hin musst, um an Diamanten ranzukommen. Ich weiß auch nicht, wie tief ich hier gerade bin. Da müsste ich mal F3 drücken, habe ich aber jetzt keinen Bock zu. So. Nehmen wir mal die Lapis Lazuli. Okay, das Zeug kann man benutzen, um blaue, also irgendwie so blaue Sachen herzustellen oder blaue Blöcke, glaube ich.
Vielleicht haben wir noch mehr Möglichkeiten damit. Ich sammle das einfach mal ein und nehme es einfach mal mit. Und guck mal, ob ich hier noch ein Stück tiefer komme, ohne den Boden anzukratzen. Weil ich bräuchte wirklich noch mal ein paar mehr Diamanten. Das wäre schon richtig geil. Echt ohne Scheiß. Da könnte ich hier so einen Verzauberungstisch machen. Könnten wir unser Büro dann da oben einrichten? Stopp, ich nehme schon wieder die falsche Hacke. Aber das ist halt schwierig. Ich habe zwar immer so Glück, dass ich irgendwo dann irgendwann mal irgendwie Diamant finde, aber meistens ist es wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Außer halt in dem Multiplayer-Dinge, da hatten wir echt Glück. Da haben wir mit einem Schlag gleich so, weiß ich nicht, 15, 16 Diamanten, Erzvorkommen gefunden. Aber hier ist jetzt, glaube ich, eher schlecht. Ich hatte drei, im Glück hatte ich drei Stück gefunden für die Hacke. Aber vielleicht muss ich dafür erst den ganzen Fluss leer legen. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken. Ist noch Salz? Obsidian. Nee, ach. Redstone. Und ein Zombie, höre ich auch schon wieder. Irgendwo hier rumrennen. Redstone. Mit Redstone kann ich irgendwie jetzt die Leute zuschmeißen. Aber wenn das hier jetzt nichts bringt und ich hier keinen Diamanten mehr finde, dann würde ich sagen, bauen wir uns erstmal ein Netherportal oben, weil ich habe jetzt genug Obsidian, um ein Nether zu bauen, also so ein Portal zu bauen. Feuerzeug kriege ich bestimmt auch noch irgendwo her. Feuersteine müsste ich haben. Das können wir dann alles dann direkt machen. Und dann können wir uns wenigstens mal ein paar Laternchen bauen. Oh, was gibt's hier noch? Noch mehr. Redstone. So, ich gehe jetzt hier aber mal erstmal wieder raus. Und ich glaube, damit die Feuer. Weil das wird sonst langweilig, wenn ich jetzt hier anfange, alles zu buddeln und so weiter, dann denkt ihr euch auch, ach scheiße, hör doch auf mit dem Mist. Deswegen müssten wir erstmal wieder hoch. Weil. Baue ich mir mal hier eine Brücke. Bisschen Bruchstein ist auch noch dabei. So, kann ich das noch abbauen? Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass das hier doppelt ist, also die Lava hier irgendwie doppelt ist. Sag ich doch, fuck. Verschissenes Dreckskelett. Nein! Es war mir so klar. Es war mir einfach klar, dass diese Scheißlava da oben doppelt ist. Und ich hoffe, der Stein ist jetzt nicht kaputt, beziehungsweise meine Sachen sind jetzt nicht verbrannt, weil das wäre schlecht. Achso, stopp, jetzt bin ich im Keller gelaufen. Das wäre scheiße. Aber ich glaube, ich bin zu einem Stein geworden, hoffe ich zumindest. Wo laufe ich hier lang, Alter? Ich verlaufe mich gerade in meinem eigenen Haus, das gibt's ja nicht. Da geht's raus. Und. Bisschen schneller, mal nach da unten. Was geht denn hier ab? Alter, warum vermehren sich hier Grillen? Beziehungsweise, warum gibt es überhaupt Grillen im Untergeschoss? Merkwürdig. Spawnen hier Grillen. Da komme ich nicht hoch. Shit, da muss ich doch den langen Weg laufen. Nein. Das war jetzt gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich gar nicht sterben. Ich wurde ja regelrecht dazu gezwungen. Aber wie gesagt, es war mir irgendwie von vornherein klar, dass da mit Sicherheit, hoffentlich finde ich jetzt irgendwie, mit Sicherheit die Lava doppelt war und mich dann verbrennt. Stopp, da ging es nicht lang. Das war der falsche Weg. Den habe ich mir vorhin schon mal angeguckt. Da habe ich mich hier verirrt. Da ging es auch nicht lang. Dann muss es rein theoretisch gesehen hier auch nicht lang gegangen sein. Und selbst, also ich hatte mal gedacht, so, man könnte das machen mit den Schildern, aber ich glaube, das mit den Schildern bringt nicht viel, weil es sind wirklich einfach zu viele Wege, die hier in verschiedenste Winkel und Ecken führen. Da ist es doch sinnvoller, das Ganze irgendwie zu versuchen im Kopf zu behalten, weil es wirklich hier überall verwinkelt und vereckt und verkantet ist. Das Ding kenne ich. Von da oben bin ich rein theoretisch gesehen gekommen. Von da hinten müsste ich gekommen sein. Hier ist das Wasserding. Okay, von da hinten bin ich gekommen oder von da oben. Dann müsste trotzdem der Weg nach hier unten hier rein, hier lang gehen. Bin ich noch am Überlegen, ob das jetzt da lang ging? Ich glaube schon. Weil, ohne Mist, also, oh nein, geh doch bitte weg, stirb doch einfach. Ich habe doch gar nichts momentan. Ich kann. Geh doch bitte, stirb doch einfach, stirb doch bitte.
Boah, alter Schwede, wie fährt denn das Vieh? Jetzt geht doch mal. Oh, Junge. So, kann ich jetzt mit Pfeilen werfen? Ah oh ja, wie so ein Ninja, also als Wurfstern. Ich glaube, das war auch der falsche Weg. Oh mein Gott. Irren wir hier durch die Gegend. Ich höre schon wieder einen Zombie. Das könnte sein. Ja, hier ist richtig. Aua. Lass mich bitte in Ruhe. Nee, hier war falsch. Da hinten war richtig. Scheiße. Ah ja, geh weg. Boah, ich verreck gleich schon wieder. So, jetzt mal schnell. So, hier runter, da runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird dicht. Ich hoffe nur, dass meine Klamotten noch da sind. Und jetzt sind nirgendwo runterfallen, sonst sterbe ich wirklich. Da, ja, sie sind noch da. Sie sind da unten irgendwie in der Lava. Hm. Oh, das Skelett, hier ist irgendwo noch ein Skelett. Nein, bin ich. Lass mich da leben. Junge! Oh. Uiuiuiui. Ich glaube, ich bleib erstmal kurz hier. Und guck mal, ob ich noch was bauen kann. Ohne dass ich gleich nochmal wieder verrecke. Ach du Scheiße, ey. Ich muss erstmal kurz, glaube ich, ein Brot mir machen und das mal verzehren. Und mal ein bisschen was noch zu essen, damit ich erstmal wieder Leben regeneriere. Krasse Scheiße. So, will er beruhigt, alles gut. Oh mein Gott, das war jetzt echt eine arschknappe Geschichte, weil dann wäre ich nämlich schon wieder verreckt und okay. Und hätte nochmal den Weg hier nach unten suchen können. Weil ich habe nämlich hier kein Bett stehen. Ich glaube, dann wird sowieso das favorisierte Bett von oben genommen. Hier ist noch Metall drin. Ich habe aber kein Holz mehr. Das Holz ist leider in meinem Dingen da drüben drin. Da rennt dieses verdammte Drecksvieh noch. Ich kann mir gar nichts bauen. Kein Schwert und gar nichts. Geh weg, geh weg, geh weg. Alter, geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Oh nee, nein. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Oh nein, Enderman. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ja, schon wieder gestorben. Ne, ich glaube, ich muss mir erstmal was bauen. Schwert oder so. Mindestens ein Steinschwert oder irgendwas. Weil sonst... Ich schaffe das sonst nicht. Das ist echt krank, ist das jetzt gerade. Und danach gibt es noch eine Rüstung. Auf jeden Fall. Wenn ich Pech habe, habe ich nämlich das ganze Metall jetzt unten gelassen. Ja, anscheinend schon. Sehr schön. Intelligent alles Metall mitzunehmen, was man hat. Könnte ich mir jetzt selber nicht Schnauze schlagen. Ich habe Pfeile. Ich habe das da. Ich baue mir einen Bogen. Sinnvollste Art und Weise, auf jeden Fall einen Bogen. Habe ich noch irgendwo Holz? Das ist aber, glaube ich, zu wenig. Erde, 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 Erde. Tropenholzdinger. Kann man doch wieder zusammensetzen zu ganzen Blöcken. Nee, kann man nicht. Warum kann man die nicht mehr zusammensetzen? War der Meinung, das ging. Scheiße, Mann. Ich habe aber jetzt ja auch nichts mehr großartig da. Ich brauche einfach nur so einen verkackten Bogen, um da unten mal die Skelette und sowas alles in, mal richtig durchzunödeln. Was die so alles wächst. Birkenholz-Sandalen. Nehmen wir Birkenholz. So, das müsste dann eigentlich reichen. Bauen wir komplett alles ab. War das jetzt eine Kuh oder war das ein Pferd? Klang wie ein Pferd. War aber bestimmt nur eine Kuh. Ja, war eine Kuh. Okay, die Frage hat sich jetzt auch erübrigt. So. Schauen wir da so einen Stachelbeerenbusch. Das hier unten müsste ich auch mal wieder abernten. Ist ganz schön reichlich mittlerweile geworden. So, jetzt nehme ich mir hier erstmal was zu essen mit. So, jetzt machen wir uns einen Bogen.
Ich will nur die Sachen da rausholen, dass ich hier oben das Netherportal bauen kann. 1, 2, das müsste eigentlich reichen. Ist auch schön, das Holz. So, einmal so und dann einmal so. Ne, das war falsch, der muss da. Stopp mal. Ach so, ja, genau. Ach, ich bin so blöd, ne? Versucht mal so einen Bogen zu bauen. So, jetzt aber. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Jetzt reiße ich euch allen da hinten den Arsch auf. Auf jeden Fall. Wer braucht Schwerter, wenn er Bogen hat und 9 Pfeile? Mehr gibt's nämlich nicht. So, muss ich wieder den Weg suchen, aber diesmal müsste ich ihn, glaube ich, direkt finden. Das war einmal hier lang. Und stopp, dann da lang. Da müsste ich in die große Schlucht kommen und von der großen Schlucht aus dahin, genau, muss ich nach da, also nach da praktisch. Dann komme ich direkt da runter. Die Wege sind echt verwinkelt und verrüttelt und so. Ich brauche nur ein paar Sachen, dann kann ich da unten das, die Lava sozusagen zu Bruchstein machen. Aus meinem Inventar. So, wo bist du? Wo bist du? Komm her. Ich weiß genau, du bist hier. Hä? Wo ist er hin? Hat er keinen Bock mehr gehabt? Jetzt hat er anscheinend keinen Bock mehr. Warte. Jetzt habe ich 10 Pfeile. Ja, ich bin Rambo. So. Stirb. Stirb. Nicht. Stirb jetzt. Ah, okay, sehr schön. Oh nein. Oh, hui. Ich hätte mal erst das Schwert rausnehmen sollen. Ach so, habe ich doch. Haha. So, jetzt gibt es hier erstmal richtig zombie Bloppe. Sterbt alle. Ich brauche mein Level, brauche ich nämlich auch wieder. Und das Gute ist an der Sache, unter den normalen Minecraft-Bedingungen wäre jetzt hier alles verbrannt. Und hier passiert das Gott sei Dank nicht, weil mein Inventar voll ist. Weil man ja hier immer so eine Statue hat. Und deswegen kann da nichts passieren. Dann machen wir das Holz mal hier unten rein. Stopp, das Birkenholz ist nämlich mit, das sieht schön aus. Salz, Erde, die Erde kann hier bleiben, die brauche ich nicht. Die Gemsteine brauche ich auch nicht, die können auch hier bleiben. So, jetzt packen wir mal schnell da unten das Ding da ab. Weil damit der Scheiße nicht so rumsteht. So, jetzt hier Tür zu und den Rest noch aus dem Grab rausholen. Und das Ding auch gleich abbauen. So, und jetzt schiebe ich hier, glaube ich, dem Ganzen mal einen Riegel vor, indem ich einfach mal ein bisschen überall noch Wasser reinkippe. Hallo Wasser. Das Problem ist aber an der Sache, wenn man hier sowas macht, dann muss man hier auch wieder eine Fackel hinsetzen, damit das Viehzeug nicht nachspawnt. So, und jetzt können wir Gott sei Dank wieder hoch. Das müsste ich eigentlich alles wieder haben. Und dann baue ich mir eine Rüstung. Ganz schnell, aber vorher machen wir jetzt noch das Tor in den Nether. Sollten wir da hinkriegen. Zeitlich gesehen müsste das eigentlich alles passen. So, jetzt muss ich gucken, ich muss dahin. So, einmal stopp, das ist zu tief. Hier will ich nicht hin. Ich muss hier hin, dann muss ich darüber und dann da hoch. Was machst du denn hier? Ein auf King oder was? Können wir hinkriegen, dass sich das gerade für dich erledigt hat? Boah, ja, klar. Was ist denn hier los? Die Nacht der lebenden Toten oder was? Nee, da gehe ich jetzt nicht runter. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. Ich habe auch mal Angst, dass hier irgendwo dann aus Dummduselei irgendwie so ein Creeper mal um die Ecke kommt und mich einfach mal wegsprengt. So, hier rüber, darüber und dann da durch. Ja, so ist der Weg. So ist der Weg. Und der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Und wir sind da. Zu Hause. Boah, jetzt muss ich, glaube ich, mich erstmal kurz hinlegen, weil... Oh mein Gott. Das
Das kann ich auch hier. Nimm den. Nimm den und den. Und du kriegst das hier. So, von euch lasse ich mich jetzt hier nicht die ganze Zeit verarschen. Boah, noch einer. Boah, der hat einen lila Bogen. Rein! Schnell, Tür zu, weil der könnte mich killen, wenn ich Pech habe. Bin nämlich schon unter dem fast verreckten Herzen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Oh, ich habe so viele. Hallo? 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 Kannst bestimmt nicht schlafen, weil es sind Monster in der Nähe. So. Headshot. Bitch. Oh, ab geht's ins Bett.